Die Bewohner fragen sich: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Nee. Oder? Ne? So war das doch. Ja, also ich glaube an. Also ich glaube daran. Ich auch. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt. In welcher Form? Weiß ich zwar nicht, aber bin davon überzeugt. Ich habe das irgendwie so, wie bei den Indianern auch, dass ich glaube, dass also unsere Seele weiterlebt auf jeden Fall. Und ja, zum Beispiel, was weiß ich, im Adler oder in einem Baum oder irgendwie so. Ja, lach nicht. Das glaube ich wirklich. Ich weiß nicht, in welcher Form, weil ich auch denke, guck mal, das, was wir alles lernen und so, soll das alles umsonst gewesen sein. Wir kommen vielleicht sogar schon aus irgendeinem Leben, weil viele Leute haben ja irgendwann mal irgendwann im Leben so gewisse Gedanken, Déjà-vu-Erlebnisse, die nicht nachvollziehbar sind. Und man kann sich das vielleicht auch auf diese Art und Weise einfacher machen, aber da ich eh kein Typ in der Angst vor dem Ende hat, was auch immer der neue Tod ist, was danach kommt, wie auch immer, denke ich mal, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, da kann eigentlich immer nur besser werden. Ich sag mir, der Sinn des Lebens, irgendwie hat sich der liebe Gott oder sagen wir mal Gott oder irgendwie, hat sich da irgendwas dabei gedacht und wir entwickeln uns doch immer weiter, immer weiter, also aus der Neandertalerzeit immer weiter. Manche und schon. Und ich denke mal, das hat auch alles seinen Sinn. Und es, du fühlst, manche Menschen fühlen sich auch mehr zum Wasser hingezogen oder mehr in die Berge. Und das ist alles Unterbewusstsein. Ich denke, das hat alles was damit zu tun, dass du entweder schon gelebt hast. Dass ich habe auch wirklich oft so Situationen, dass ich denke, hier war ich schon oder da war ich nie. Ja, die habe ich auch schon, das stimmt. Und dann denke ich, halt, das muss daran liegen, dass man schon mal da gewesen ist. Oder in einer anderen Form irgendwann mal da war. In einer anderen Daseinsform, ich denke auch. Und ich habe keine Angst vorm Sterben, das habe ich nicht. Das, sag mal, wenn es so ist, dann ist es so. Ich beschäftige mich jetzt nicht gerade mit dem Tod, aber ich sag halt so, wenn es so sein soll, soll es so sein. Der John hat ja noch nichts gesagt. Wenn was kommt nach dem Tod, dann kommt's und wenn nicht, dann nicht. Also ist mir eigentlich relativ egal, ob da jetzt was kommt oder nicht kommt oder was da auf mich zukommt. Da kommt nicht. Ja, so meine Meinung. Es ja, ist mir wirklich total schnuppe, wenn jetzt, was soll ich da erwarten? Ich denke mal, da ist weg halt. Du bist dann halt tot und dann wartet. Leb, so wie du dich fühlst. Torino, eh?
He's not in Torino. Palermo. Palermo, ich habe vergessen. Ah, Palermo. Ich habe vergessen. Yes, si, si. Und geht es gut mit deiner Mutter, eh? Ah. Oh la la, sie ist eine alte Frau, eh? Sie ist eine alte Frau, ja. Der ältere Bruder macht ein Problem. Ja, sie ist kriminell geworden, eh? Hab ich gehört, mit der Autoschieberei nach... Warum auf jeden spricht er nicht darüber? So, ich habe jetzt alles in der Form gemacht, der rechts auf dem Baguette. Jetzt... Gute gegessen. Hey, Angelotta, kannst du mit Tränen eine kleine Zigarette, hä? Ich muss eine kleine Cola Bier trinken, hä? Was soll ich bezahlen? Was ich bezahle? Ich gebe dir Geld jeden Tag. Was du machst mit dem ganzen Geld, hä? Du weißt, ich weiß, was du machst. Ich weiß, was du machst. Neue T-Shirt, neue Kleider, hä? Scheiße! Hast du schöne Piercing an Nase gemacht? Sind neu. Se Palermo Piece. Die Mutter ist in Palermo, der Bruder ist auch in Palermo, ist ein ganz Kriminelle geworden, der ältere Bruder. Ne? Ich glaube auch wirklich ganz Sizilien. Aus Sizilien. Ja, ist eine ganz große Mafia. Alex, Bier? Ja. Cola Bier? Über meine Familie. Nee, Cola Bier. Doch? Ja, was soll ich hier sagen? Also, du verträgst du keine Kölner Bier, hä? Nix Kölner Bier. Nur du machst die scheiße Berliner Weiße, macht dir dich gar nicht verrückt den Kopf. Ich trinke immer rote Vino aus Italien. Ja, du machst Weine trinken, hä? Du bist ja. Genießer, hä? Du liebst schöne Frauen. Schöne Frauen. Schöne Weine. Und Spaghetti. Spaghetti, ja. Spaghetti. Ja, ich see. Esse ein Spaghetti und ich gute gegessen, nix besoffen. Nee, lass ruhig, wir haben noch genug Stühle. Jetzt schau gemütlich hin. Wir sind noch genau 5. Jürgen braucht keinen Stuhl. Also. Genau, hier braucht keiner einen Stuhl. Und die gehen auch nicht kaputt hier draußen. Nö, die können eigentlich auch stehen bleiben. Außer erstmal richtig windig. So. Ja, die Schnitzel kommen gleich. Ja. So, bitteschön. Bitteschön. Sie wollten noch? Mit Pommes? Ja, ich komme! Ja. Nicht Kartoffeln, Pommes, Pommes. Und Salat ohne Dressing. Ohne Dressing, gar kein Dressing. Dressing. Bisschen Öl? Nix Fett. Gar nichts? Gar nichts. Was war da drüben noch? Ja, ich hätte gerne die Spaghetti, aber bitte ohne Oliven. Alles und den klar. Salat. Kleinen Aperitif vorneweg, hä? Nee, lieber nicht. Nicht? Alles nicht. Klar. Ja, jetzt hat er wieder die Hälfte vergessen. Giovanni, Salate! So wie du dich fühlst. Ja, du trinkst! Du trinkst! Bis du besoffen bist! Ach so! Nee, du darfst nicht, Darf. Ja, kleine Schnäpse trinken. Ein Schnaps nicht. Trinken. Schnaps. Schnäpse. Du bist ein Schnaps. Schnaps. Ein Schnaps trinken. Ein Zwitschern. Du bist betrunken. Zwei Schnaps. Du trinkst Schnaps. Likör. Wein. Nein, und aus. Likör. Ja. Nein, Mantel! Strickjacke! Zuknöpfe! Geil, Winter! Jacke zu knöpfen, Jackenloch? Kleidung? Keine. Bekleiden? Lauf, das dürfen wir nicht raten. Fliegen wir zu weit zurück. Ungekleidet, überkleidet. Regenmantel? Zeitung schließen. Da habe ich schon ja gesagt. Bluse. Alles eitel Sonnenschein? Morgen, 20.15 Uhr, Big Brother.